Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs, ich begrüße euch in Runde 3 heute bei unserem Stream gegen die Einsamkeit an diesem wunderschönen Mittwochabend. Wer ist denn noch wach? Hände mal eben hoch im Chat, gerne auch auf YouTube. Wir spielen immer noch The Night of the Rabbit und ja, ich muss gestehen, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was... Ach ja, doch. Wir rennen gerade in der Nacht herum und gucken uns erstmal alles an, was sich geändert hat. Ich finde das erstmal eine gute Idee. Mir muss auch echt sagen, mein Sitzfleisch sagt langsam auch, Junge, es wird Zeit, dass du mal aufschickst, ne? Kaffee am Start, alles gut, schreibt Kurin. Liska ist noch da, der HD-Fox ist auch noch wach. Jens Energie noch dabei. Master Richard ist mit dabei, sehr schön. Bin da, wer noch? Die Nachteule ist noch am Start. Schwabi, WF Lars, HD-Fox und Sims. Grüße gehen raus. Eri auch noch am Start. Ja, moin. Also der harte Kern hier. Freue mich, dass ihr noch da seid. Lass mal noch Gas geben, ne? Hey, wieder die wichtigen Fragen. Hast du Aufnahme gestartet? Hahn aktiviert? Aufnahme gestartet, Hahn nicht mehr aktiviert, weil wir machen ja gar keine ganze Stunde mehr. Ich drücke den gleich manuell. Das ist geil, ne? Ich habe extra den manuellen Trigger-Button. Bin vorbereitet. So, jetzt machen wir aber erstmal weiter hier. Was ist denn hier noch in der zerstörten Radiostation? Das Gebäude ist eingestürzt. Das sieht aus, als hätte jemand die Decke und Wände einfach auseinandergehackt. Gruselig. Lemaxo und Duro, die sind auch noch mit am Start. Ich rede jetzt mal mit diesem bewaffneten Stadtwächlein, der offensichtlich jetzt, wo der Rabe weg ist, hier wieder Stellung bezogen hat, weil es ist ja jetzt wieder sicher hier, ne? Sicher. Moin. Hey, was machst du so weit weg von der Stadt? Du solltest dich nicht zu weit an den Fluss wagen. Hast du es etwa noch nicht gehört? Es gab wieder einen Krähenangriff. Natürlich habe ich das gehört. Ich war sogar dabei. Ja, ja, das behaupten sie alle. Da sind wir Stadtwachen ganz anders. Wegen dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher abgestellt worden. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Oh, danke? Keine Ursache. Keine Ursache. Sims schreibt hier gerade, irgendwie finde ich die Rätsel bei Deponia einfacher als hier. Ich habe hier kaum Ideen und bei Deponia kam mir eine Idee nach der anderen. Hier habe ich irgendwie keinen rechten Plan, was man machen soll. Mir geht's tatsächlich, also vom Gefühl her jetzt, das ist rein mein Gefühl, aber es mag halt auch daran liegen, dass ich immer ja Pausen dazwischen habe und so weiter, aber ich habe auch Probleme, die Obermission sozusagen immer im Hinterkopf zu behalten, was denn jetzt aktuell gerade unser Ziel ist. Das ist mir bei Deponia nicht so aufgefallen. Generell müssten wir nochmal drüber schnacken, ob wir Deponia auch nochmal angehen wollen. Eigentlich könnte man es mal machen. Ich habe den ersten Teil auf jeden Fall schon mal gestreamt, aber es gibt keine Aufzeichnungen mehr davon und ich weiß eh nichts mehr. Dann könnte man diese Dreierreihe auch mal durchgehen, weil die sind ja wirklich ganz cool. Und das kennen halt auch schon viele. Das hat der einzige Nachteil. Da ist dann die Spoiler-Gefahr, dass Leute im Chat dann die Antworten zu früh raushauen, ein bisschen größer. Aber du, wieso denn nicht, ne? Können wir mal drüber abstimmen. Ich würde auf jeden Fall, aber hiernach habe ich mir fest vorgenommen, dass wir erstmal Alan Wake 2 machen, weil ich voll Bock drauf habe, muss ich wirklich sagen. Was ist hier los? Oh, die Zwerge, sie sind am Buddeln! Sie sind am Buddeln! Gibt ja den Emote-Chat. Das stimmt, das könnte man machen, aber dann ist ja der Chat komplett auf Emotes raus. Das ist ja irgendwie auch doof. Google Nabach, Wurzelfeld, das hatten wir alles soweit schon. Verschrobenes Haus zwischen Baumwurzeln. Ich rede jetzt erstmal mit den Zwergen. Geht da denn irgendwas? Oder? Ja, doch, mal. Nee. Ich kann mit dem Steinberg reden und das war's. Rede ich mal mit dem. Mal gucken. Da bist du ja wieder. Willst mir wieder unter die Nase reiben, dass du mir geholfen hast, was? Pah! Was? Nein. Das ist auch besser so. Aber trotzdem, danke. Wenn wir hier unsere Zwergwurzeln ernten, kannst du trotzdem unser Gästebett im Haus benutzen. Hört ihr, Jungs? Der Junge ist unser Gast. Meh, bäh. Pah! Ich wollte schon immer euer Gast sein. Sie sagen, du bist jederzeit willkommen. Das ist nett. Keine Ursache. Das ist zwergische Freundschaft. Das ist Gastfreundschaft. So lobe ich mir das. Dann gehen wir mal rein ins Haus. Vielleicht läuft ja auch die Blaubeerenmaschine. Blaudruck. Blau. Ihr wisst schon. Die Blaumaschine. Vielleicht läuft die ja wieder. Dann können wir uns Blausaft organisieren. So hieß das. Der Blau. Jo, da. Guck mal. Das ist wieder ein Brennen, das Ding. Ist ja geil. Direkt mal eben Blausaft abfüllen. Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Es ist ein Blausaftfass, das leer ist. Und in das Blausaftfass, das jetzt leer ist, gehört kein Blausaft rein. Fuchs, nicht lesen. Achso, okay, ich lese nichts. Ich lese einfach nichts. Ist okay. Was soll ich denn nicht lesen? Müssen Berliner sein. Ach, die Berliner Schnauze, wenn man das einmal weiß. Wenn du spoilerst, lösche ich.
Wer spoilert? Ich lese nichts. Ich gucke einfach weg. Alles gut. So. Sehr saubere Spüle. Die Maschine läuft halt wieder. Was kann man da mal gucken jetzt hier? Die Zwerge haben die Blausaftproduktion wieder angekurbelt. Aber okay. Bei dem Krach könnte ich nicht schlafen. Ach so, wir müssen das ausdrehen, damit wir wieder pennen können, ne? Okay, ich will ja noch gar nicht pennen. Ich will mich erstmal umgucken, wie es weitergeht. Kaputtes Fenster. Kann ich da was mitnehmen? Noch eine Scheibe oder so? Da draußen kann man den Wasserfall sehen. Schön. Okay. Löwenzahnwiese. Oh, die ist aber sehr groß. Sehr groß. Die Wiese liegt ganz still und stumm da. Als ob sie schläft. So, ich darf ja nicht hingucken. Ihr redet über das Ende von Deponia. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich checke da nicht hin. Sagt mir bitte, wenn es wieder geht. Waldzwerge bei der Arbeit. Die Burschen sind echt fleißig. Hoffentlich sind sie warm angezogen, sonst kriegen sie wieder Zwergenschnupfen. Warm angezogen? Wir? Pah! Zwerge müssen sich nicht warm anziehen. Aber sie hatten doch gerade erst eine schlimme Erkältung. Pah! Ne, bäh. Miss Orca, ich liebe dieses Spiel. Hatte immer gehofft, dass es doch noch einen zweiten Teil kommt. Ach, von hier, Okay, haut hier raus, Alter. Nicht das Ende von Deponia spoilern. Bitte, bitte. Also ich habe das wirklich noch nicht durchgespielt. Ich habe Teil 1 gespielt und Teil 2 angefangen. Deswegen, es kann noch blind laufen, wenn ihr mich nicht spoilert. Ne? Ich kenne es wirklich noch nicht. Ich habe mir auch noch nichts dazu angucken. Ich hatte mit Teil 1 angefangen und mir dann die anderen geholt, weil ich es so cool fand. Aber bis jetzt, also Teil 1 von Deponia hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Teil 2 erinnere ich mich schon von fast nichts mehr. Ich vermische das auch irgendwie immer mit dem Flötenschlumpf, wenn ihr euch noch erinnert. Der war halt auch richtig cool. Okay, so, jetzt machen wir erstmal weiter. Hier muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Hier sehe ich jetzt erstmal nichts mehr. Wir gehen erstmal weiter. Wir gehen erstmal noch die anderen Gebiete erkunden. Irgendwo muss ja auch noch Anya sein, wenn sie nicht schläft. Master Richard, sag Bescheid, wenn du einen Tipp brauchst, wo es normalerweise weitergeht. Jo, alles klar. Also von mir aus, bin ich jetzt ehrlich, kannst du mir den Tipp sogar jetzt schon geben. Aber nur den Tipp, wo wir weitermachen müssen. Ich werde trotzdem jetzt erstmal alle Gebiete einmal erkunden, damit wir alles einmal gesehen haben, wie es bei Nacht ist. Und ein Tipp aber, wo wir dann als nächstes einsteigen, würde ich sogar nehmen. Ach, warte, ich wollte doch durch die Abkürzung gehen, ich Trottel. Ich wollte jetzt zu Anya in den Laden rein und durch die Abkürzung müssten wir da ja eigentlich hinbekommen. Sims schreibt, Whispered World ist halt auch mega. Whispered World habe ich tatsächlich auch, ich glaube, sogar durchgespielt. Es ist aber mega lang her und ich erinnere mich halt auch an nichts mehr, muss man echt sagen. Das ist einfach meine Gabe. Was denn? Verschlossen. Also nachts können wir da nicht hin. Geht nicht. Nee, von Night of the Rabbit, da gibt es leider keinen zweiten Teil. Ich habe Deponia selbst nie gespielt. Ja, Miss Orca. Also Night of the Rabbit hat leider keinen zweiten Teil gekriegt. Das kam wohl auch nicht ganz so gut an. Ich mag das Setting sehr, aber das war eins der etwas doller kritisierteren Dedelic Games, muss man sagen. Das kam nicht so gut an, aber ich finde es soweit ganz gut. Die 47 steht auch nicht mehr auf der Klappe vom Stollen. Hä? Oder, da ist doch die 47. Ich sehe sie noch. Bin sehr verwirrt, Jens. Sehr verwirrt. Gut, wir gehen erstmal weiter. Master. Achso. Master. Adentis. So. Waldweg diesseits des Baches. Das führt uns, glaube ich, nirgendwo anders hin. Oh ja, stimmt. Mein Bildschirm ist falsch eingestellt. Geil. Jens, läuft. Fühl ich. Hier, guck mal. Loch im großen alten Baumstumpf. Das ist jetzt riesig geworden. Oder? Ist es die ganze Zeit schon so groß gewesen? Da kann man ja rein. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Ja, das war unser Büro genauso. Des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichter Maria Jerry Haselnuss. Man muss ja immer aus... Das ist wie ein Rollenspiel. Du darfst mal zwei Berufe erwählen, ne? Dichter und Magier. Das ist sein Weg. Gehen wir mal hier lang. Da werden wir wahrscheinlich... Was werden wir denn da treffen? Steht da vielleicht der Typ noch rum? Man weiß es nicht.
Ne, der Typ ist weg. Hier war mal dieser komische Mann. Aber der ist weg. Die Statue. Nur die Statue, die hat sich sonst nichts geändert. Nö. Und hier können wir den Wanderweg nochmal gehen. Dahin, wo der Alte mal stand. Können wir gucken, ob da noch was abgeht. Der ist nämlich weg. Vielleicht schläft der da oben, der Kanonier. Dann könnten wir jetzt mal eine Kanonenkugel klauen. Mal gucken. Guten Abend. Ich bin sehr müde. Was? Wer? Ich bin's nur. Guten Abend. Naja, Abend ist es zumindest. Aber ich beschwere mich ja nicht. Trotzdem bin ich müde und durstig und die Schicht und dauert noch Ewigkeiten. Eigentlich will ich an meinem Roman weiterschreiben. Er heißt Penny, der pummelige Pyromane. Du bist also ein Autor. Wie ist denn dein Name? Penny? Melde dich nicht freiwillig für die Nachtschichten. Haben sie gesagt. Und jetzt? Alter, ich werd selber müde. Oh, scheiße. Alter, okay. Ich glaube aber, dass da schon einige Beschwerden waren. Oh. Hallo? 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 Geil, er schläft. Wir können Wer ist da? Immer noch ich. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh, wenn jetzt deine Krähe gekommen wäre. Nein. Mein Vorgesetzter. Ich brauch ganz, ganz dringend einen schwarzen Kaffee. Warum hat Anjas Kaffee nur nachts geschlossen? Warum nur? Wahrscheinlich sollen wir dem einen Kaffee bringen. Warum? Vielleicht wird er uns als Dank einen schönen Witz schreiben oder so. Aber da jetzt pennt, können wir doch so eine Erbsenkugel mal klauen. Oh, er ist wieder wach. Okay, ich versuch dir einen Becher Kaffee zu besorgen. Wie? Was? Ha? Oh, danke, danke. Danke! Keine Ursache. Versuch aber am besten keine Schäfchen zu zählen. Schäfchen? Er zählt nur Zicklein. Watte weiche Schäfchen. Ja. So, dann nehmen wir mal so eine Erbse mit. Was? Das kriegt er jetzt mit oder was? Nee, Pfoten weg! Die Kanone muss für den nächsten Krähenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen aufhalten. Die Augen aufhalten, das machst du gerade sehr auch gut. Bei Nacht. Habt ein gutes Gefühl. Gut, sonst ist hier oben nichts mehr. Gehen wir mal zurück in die Stadtmitte. Master Richard hat noch geschrieben, kannst du ja mal in Richtung Portalbaum gehen? Das war ja sogar genau das, was sie gesagt haben. Das hätte ich sogar noch eigentlich wissen müssen, weil das wurde ja genau so gesagt, dass wir da mal hingehen sollen. Aber manchmal, ne, da ist man ja auch einfach ein bisschen dumm. So, hier waren wir drinne. Portalbaum, ja, können wir ja eigentlich ja mal, eigentlich können wir da mal hingehen, würde ich sagen. Komm, lass mal machen, da lernen wir nämlich unseren ersten Zauber. Den werden wir bestimmt auch brauchen. Portalbaum ist durch den Sumpf. Man kann in der Orientierungslosigkeit auch das Journal fragen. Das habe ich schon mal versucht, aber ich finde, da steht einfach nur voll viel drin. Was ist das für eine Beschwerde? Viel zu viel. Too long did not read, weißt du so? Nee, das ist nicht mehr zeitgemäß heutzutage. Wir lesen es auch nicht mehr. Oh, da sind Leute. Das sind die! Den einen kennen wir. Oh. Der stand aber so rum. Was geht denn hier vor? Weiß ich nicht, Party? Mir stehen die Körper zu, denn ich habe ihn entdeckt, aus dem Gefängnis seiner Existenz befreit und für uns urbar gemacht. Mir steht der Besitz zu, denn ich habe die 4 Metalle in seine Hände gelegt. Wenn seine Vergeltung beginnt, beginnt unser Werk. Mir steht das Land zu. Denn ich habe ihn wissen lassen, in welcher Reihenfolge er sie in den Stamm treiben muss. Wenn sie ihre Wirkung tun, tun wir unser Werk. Mir gehören die Seelen. Von mir weiß er, wie viele Schläge er machen muss. Hat er sie gemacht,
Machen wir uns ans Werk. Seitenstiche vor Lachen. Jemand lauscht. Nur ein Kind. Ein Mensch. Einer ein von Jeff. Uns. Alles klar, ihr seid ja nur so ein paar Freaks, ne? Sonst geht's euch aber gut, ja? Okay. Statue, Statue. Gar nicht, so kleine Hasenstatue, sehr schön. Wollen wir mit denen mal reden da? Den Boys? Seltsame Versammlung, wir reden die einfach mal an. Übrigens, das Kaninchen wird von einem meiner liebsten Sprecher gesprochen, schreibt Miss Orca. Das ist doch der gleiche Typ, der in Enderal einspricht, den einen Begleiter, den ich versucht habe zu daten, der aber keinen Bock hatte. Wir waren so nah, aber ich habe irgendwie verkackt. Und er spricht auch beim, ich muss es leider sagen, Autobahn-Polizeisimulator ein. Ich glaube, bei Teil 2 hat er auch eine Hauptrolle. Ansonsten kennt man den aber auch, den hört man öfter mal. Die Statue hat fast eine Eichel im Mund, schreibt Eri. Nee. Ich rede jetzt mal mit der seltsamen Versammlung, mal gucken, was sie so erzählt. Vielleicht nehmen die uns auf in den Club. Entschuldigung? Ein Kind? Wir machen uns Sorgen um dich. Menschen wie wir machen sich Sorgen. Siehst du genau hin, kannst du die Sorgen in unseren Gesichtern ablesen. Mhm. Junge, wer weiß, dass du hier bist? Was, wenn du verschwindest? In einer unglückseligen Nacht wie dieser. Unglückselig? Aber ich... Bald wird diese Welt geheilt werden. Keine Sorge mehr um Geld. Um Grund und Boden. Um Glück, um Gesundheit. Aber du machst uns Sorgen. Geil. Hä? Also ich wette, die haben auf jeden Fall eine Telegram-Gruppe am Start, sammeln da auch irgendwie so ein bisschen Spenden, um die neue World Order irgendwie zu verhindern oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder auszurufen, I don't know. Aber wir hatten ja vorhin die Alufolie gefunden. Ich glaube, jetzt ist der Moment, um den Hut zu bauen, oder? Jetzt ist der Alufolien-Hut-Moment gekommen. Mr. Orca, was ist denn Enderal? Enderal ist eine Total Conversion Mod für Skyrim. Also da hat quasi ein deutsches Modder-Team, da haben wir bestimmt auch andere Leute, aber ursprünglich kommen die aus Deutschland tatsächlich, haben einfach Skyrim weggeschmissen und einfach nur aus der Engine und mit den Assets und aber auch selbstgemachten Assets ein komplett eigenes Spiel erschaffen. Komplett deutsch vertont, mit halt auch sehr guten Sprechern wie ihm hier, dem Hasen. Und ja, ich muss sagen, ich find's geiler. Jasper, genau, so heißt der Typ. Ich find's geiler als Skyrim. Die Story ist gut, der Umfang ist riesig, es kostet nichts. Also wenn man Skyrim besitzt, kann man das gratis einfach auf Steam runterladen und gib ihm. Es kostet, wie gesagt, es kostet nichts. Ich habe den am Ende, ich habe es auf meinem Kanal durchletzplayt, wenn du mal reingucken möchtest, ob es was für dich ist, kannst du da reinschnuppern. Und am Ende habe ich den auch Geld gespendet, weil das war, ich hatte so viel Spaß damit, mit also mehr Spaß als mit so manchem AAA-Game. Da habe ich mir ein T-Shirt gekauft und den Geld gespendet, weil ich das einfach so geil fand. Und dann haben die auch Kohle verdient. Ist einfach so. Da kann man so ein kleines Modding-Team da auch echt überspringen, Alter, unterstützen. Es wird langsam müde, man merkt, die Leistung lässt nach. Dann lasst uns erstmal an diesem kleinen, lustigen Haufen vorbeilaufen und die wegignorieren und wir gehen mal weiter. Ich finde Enderal irgendwie schwer. Mal von den Bugs abgesehen. Ich hatte ja auch nicht hardcore verskillt, weil ich zu viel auf einmal gewagt habe und da ging ja gar nichts mehr. Ich musste ja einmal resetten meine Stats, weil sonst wären wir nicht durchgekommen. Jerry. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns, doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. Ah, so will nach Hause. Es unsere Tradition. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Viel Glück, junger Schüler. Na dann. Auf geht's durch den Portalbaum.
Razy geht wieder duschen. Kann einer mal jemand die Zeit jetzt bitte stoppen? Ich will wissen, wie lange er braucht. Das ist legendär schnell. Ich war letztes Mal hin und weg begeistert, wie schnell man duschen kann. Ich dachte schon immer, ich wäre schnell. Aber, holy shit. Schwabi hat in 2 Minuten die Wäsche fertig. Das ist heute ein Punkt. Ich bin wieder zu Hause. Endlich zurück. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Ja. Und die Kutte lebt. Naja, fast normal. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann. Und zu Hause ist noch Tag. Specht. Er sagt. Was sagt er? Ach, cool. Natürlich. Okay. So, dann lass uns mal umschauen. Also nicht nur, dass wir uns über den Specht freuen, sondern ein Kuckuck. Wie klingt er doch? So wie du es gerade hörst, ne? Er kriegt die Fresse gerade gar nicht zu. Der Kuckuck. Der ist nur am Kuckuck. So, und hier sind kleine Süße. Das sind Meisen. Spatzen. Sind das Spatzen? Ich habe ja draußen so eine Vogelfutterstation. Seitdem ist hier immer Action am Start. Aber ich habe einen sehr niedrigen IQ in Vogelerkennung. Ich erkenne zwischen Amseln und Rotkehlchen, weil das easy. Und dann haben wir noch so eine bunten Viecher, wo ich nicht weiß, wie die heißen. Wir brauchen unbedingt mal so ein Buch. Ein Vogelerkennungsbuch. Wir hatten schon Spechte da. Das war einfach zu erkennen, weil an ihrer Haltung, wie wir sie kennen. Und die waren halt mit so einem Rotköpfchen und so. Und viel zu groß für die Dinger. Da hat sich dieser Specht, einer hat sich an die Hauswand gesetzt von uns. Und der andere hat dann versucht, aus diesem Futterspender was rauszukriegen, aber der Specht war halt genauso groß wie dieser Ding und wackelte damit der nur so hin und her. Specht. Genau der Specht. Er sagt. Der sagte gar nichts, der wollte Essen haben. So. Kreidebruch, mal gucken. Krümelige Kreidesteine. Wenn ich nicht schon einen genommen hätte, würde ich jetzt zuschlagen. Brauchen wir nicht mehr, ne? Können wir den schweren Stein wieder mitnehmen? Vielleicht brauchen wir den mal wieder. Nee, nochmal mache ich das nicht. Nachher werde ich noch zum Muskelprotz. Der Muskelprotz hier. Kugeln erzählt schon, mit den roten Köpfen sind Buntspechte. Siehst du wohl. Mauer, Pilzkreis. Gehen wir erstmal zu Mutti. Mal gucken, Mutti noch, was meint ihr? Schüttelt sie noch? Ist sie noch am Schütteln? Was meint ihr? Hier ist alles beim Alten. Beruhigend. Ah, das ist der Specht. So einen hatten wir bei uns hier, mit so einem roten Köpfchen. 2 Stück. Einer an der Hauswand, einer an dem Futterspender da rumeiern. Das war sehr schön. Bunter Specht. Hallo da oben. So. Gruppe kleiner Statuen. Bunter Specht. Das Poster. Wer ist denn das jetzt eigentlich? Der große Zarow. Auch noch der große Zarow. Illusionist. Bald auch in ihrer Nähe. Nice. Wann denn? Und wo? Komisch. So. Dann. Hopp. Gucken wir mal weiter. Hier haben wir noch die Mauer. Hier hinten, das ist jetzt neu, oder? Dieses Hochhaus, daran erinnere ich mich nicht an den Stadtrand. Ah doch, das gab es früher wohl auch schon. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Mhm. Als ich jung war, gab es hier nur Felder, soweit man sehen konnte. Nee, aber im Ernst. Seit sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, sieht es da unten noch trauriger aus. Schule. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten. Das ist traurig. Naja, noch 2 Tage Abenteuer. So, kann mal kurz einer, der das Game schon gespielt hat, mal sagen, ob wir wirklich in der Nacht im Wald fertig waren? Ist ja nicht viel spoilern. Sowas ist ja auch dann immer so Tipps und so, ne? Das geht wohl klar. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alles uns angesehen. Wir haben auf jeden Fall Anja noch nicht getroffen. Die muss ja irgendwo noch sein, ne? Wir kehren auf jeden Fall auch wieder zurück. Also mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. Die Spinne ist auch weg. Ja, was meint ihr jetzt? Ich muss ja noch in die Runde fragen. Also erstmal die Leute, die sich auf YouTube noch angucken. Ihr könnt jetzt noch entscheiden. Was meint ihr? Wird Mutti noch den hier machen? Oder nicht mehr? Und jetzt die hier im Chat bitte. Ihr könnt mal auch eure Meinung rausschmeißen. Was meint ihr? Mutti noch am Wedeln oder wedelt sie nicht mehr? Bleib erstmal auf dieser Weltenseite, sagt Master Richard. Machen wir auf jeden Fall. Hier gibt es bestimmt ein bisschen. Wir müssen ja jetzt erstmal den ersten Zauber lernen. Deswegen, bis wir den ersten Zauber haben, würde ich mal hier bleiben. Sims sagt, ja, Mutti, schüttel noch. Nachteule, ein Vogelfutterhäuschen habe ich auch. Und die Spechte kommen fast jeden Tag. Hab mir ein Buch zum
Wildvogelbestimmen bestellt. Nachteule, das ist eine gute Idee. Den Link bitte einmal in Discord reinschmeißen oder so. Ich muss ja jetzt auch mal bei. Ich muss auch mal bei, weil wir haben jetzt immer Programme. Ich bin neugierig. Wir haben auch Fasan und so. Die erkennt man natürlich easy. Die sind auffällig. Aber sonst, So, jetzt gehen wir mal gucken. Ich bin sehr gespannt, ob Moli noch am Schütteln ist. Oder ob der Kuchen fertig ist. Oder der Schnaps. Wir werden sehen. Wir werden es erleben. Oh, Moli ist fertig. Moli ist tatsächlich fertig. Habe ich nicht mehr gerechnet. Dafür haben wir jetzt hier oben einen... Nee, den gab es wohl vorher auch schon. Wir haben hier gut getarntes Geheimversteck. Ist da noch was drin? Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Schade. Iri, ich bin schockiert. Und Sims... Oh, Mutti schüttelt nicht mehr. Ich glaube auch, es geht ihr nicht gut. Also, ich bin in Sorge um unsere Mutter. Muss ich schon sagen? Ich mache mir Sorgen. Was haben wir denn hier? Ein verlassenes Nest? Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Ja, bei uns klappt das sehr gut. Wir haben auch einige so Nistkästen überall bei uns an der Bude rum, also an der Bude und drumherum und überall. Da ist auch immer gut was los. Karottenbeet, verwitterte Statue. Wir können mal eben in den Briefkasten gucken, ob da was drin ist. Leer. Neues. Keine Comics, magische Botschaften oder pinke Briefe von nervigen Brieffreundinnen. Tja, dann ist wohl nichts los. Aber mal die Wäsche anchecken. Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Razy ist zurück. Erstmal einen Schluck trinken darauf. Grüße gehen raus, Razy. Hat jetzt jemand Zeit gemessen? Das waren exakt 6 Minuten bei Razy, schreibt Kuren. 6 Minuten, ey, krass. Ich brauch länger. Ich brauch, glaube ich, so 8, wenn ich mich richtig beeile. Ich werde morgen mal die Zeit messen. Bin jetzt neugierig. Morgen werde ich versuchen, so schnell es geht zu duschen. Ich werde berichten im nächsten Stream, wenn ich es nicht vergesse. Das muss schneller gehen! Ja, du heißt ja nicht umsonst Race Fox, ne? Da muss Geschwindigkeit drauf. So, aber gehen wir mal rein ins Haus, oder was? Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest genau. Bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Soll das eine Anspielung an die Paw Patrol sein oder so? Gut, also hier geht nichts mehr. Hier, nee, wir können nur noch zur Waldkreuzung gehen. Ja, nö. Karottenbeet kann man nochmal angucken. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Das war Mutti. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Jetzt bin ich gebadet. Ey, HD-Fox, baden schaffe ich auch knapp 10 Minuten. Da muss ich Iri zustimmen, dann lohnt sich doch die Füllung der Wanne gar nicht. Also wenn ich bade, das ist ja so, das zelebriere ich dann immer. Dann stelle ich mein Tablet immer noch mit hin. Manchmal nehme ich mir noch einen schönen Kaffee oder einen Muffin oder sowas mit, irgendein Getränk oder irgendeinen Snack meiner Wahl. Dann chill ich mich in diese Wanne rein, mache auf dem Tablet irgendwas Schwachsinn auf YouTube an und dann chill ich da drin. Mindestens 30 Minuten. Meistens länger, was mir meine Haut nicht dankt. Ne? Und dann habe ich so verschiedene Tütlein, wo so draufsteht, Entspannung, Muskelentspannung für die Seele. Und je nachdem, wie kacke es mir geht, mache ich ein anderes Tütchen auf und färbe das Wasser bunt. Ja, ist einfach nur herrlich. Das brauche ich. Das brauche ich. Und wenn ich mal richtig Bock habe, nehme ich mir einen Sekt mit dazu. Und im Winter, was auch sehr toll ist, einen heißen Glühwein und eine heiße Wanne. Dann kannst du dich von außen und von innen wärmen. Top. Einfach nur top. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Gut, dann gehen wir erstmal zurück, weil ich finde jetzt hier nichts mehr. Ne? Also, weiter geht's. Wie spät haben wir das denn, Leute? Wir machen jetzt noch 6 Minütchen. Und also heute machen wir einmal ein bisschen früher, weil ich das erstmal checken muss, wie das alles funktioniert. Ab nächstem Mal machen wir dann mal 5 Minuten. Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange, bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Aber 6 Minuten haben wir noch. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. Der alte Pfadbaum, okay. Dann gehen wir mal wieder rein in den tiefen Wald. Blaufuchs, Tipp. Ich würde sagen... Der Specht. Oh, er redet wieder. Er sagt,
Bestimmt, was er macht. Mal gucken, was mit dem Specht. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Ich glaube, wir müssen die Kröte aufwecken. Fuchs, dann macht dich das Badezimmer-Setup bei Harry Potter 4 wohl sehr glücklich. 100 Aromenhähne etc. Würde mich abholen, also könnte ich mitleben, auch in Real. Spatzen. Ne? Ich gehe ihm erstmal weg, weil er die ganze Zeit labert. Ich denke, wir müssen die Kröte aufwecken, das wird wohl das Ziel sein. Und der wird uns dann nämlich die erste Zauberkarte geben. Und dafür müssen wir irgendwie vielleicht den Specht da hinlocken oder so. Ich weiß es noch nicht so genau. Was auch geil ist, wir bleiben nochmal beim Thema Baden. Früher, als ich klein war, hatten wir so ein Apparat. Da konntest du so eine Matte in die Wanne legen und dann ging da so ein Schlauch dran. Daraus mal so ein Apparat und der hat dann so Blubberblasen gemacht. Das war auch geil. Vor allen Dingen, wenn du dann so 20 Minuten da am Blubbern warst und dann ging das dann schlagartig aus nach der Zeit. Bombs. Dann hast du dich immer angefühlt, als würdest du wegschweben. Mega cool. So ein Ding muss ich mir auch nochmal organisieren. Das wird's abrunden. Es war nur leider halt immer sehr laut, weil es natürlich super doll blubbert. Was ist denn das Grüne in deinem Inventar? Das Grüne ist ein Knackfrosch. Und wenn wir den Knackfrosch benutzen, dann können wir den Frosch mit seinem Rad organisieren und der fährt uns dann durch die Gegend. Wir können natürlich versuchen, den Knackfrosch auch mal mit dem großen Frosch zu benutzen. Vielleicht weckt das auch den Frosch auf. Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Das Rufen eines Freundes. Nein. Wohl nur ein Traum. Der Gesang des Waldes übertönt alles. So friedlich. So. Scheint, als hätte sie den Knackfrosch nicht ganz gehört. Wegen des Gesang des Waldes. Die Stimmung hier im Wald ist aber auch echt beruhigend. Wir müssen daran arbeiten, dass die Stimmung nicht mehr so gut wird. Ganz müde. Erstmal wieder zurück. Der Specht. Wir müssen uns um den Specht kümmern. Er sah. Also entweder müssen wir jetzt den Specht hier verscheuchen, aber der Specht ist ja nicht der Kuckuck, der singt ja nicht. Also die Option wäre, den Specht jetzt zur Kröte zu locken, dass er da rumhämmert und dann wird die Kröte davon wach, weil das natürlich laut ist. Oder wir müssen jetzt halt wirklich den Vogel verscheuchen und auch die anderen Vögel verscheuchen. Irgendwo muss doch noch ein Kuckuck sein, offensichtlich, weil ich höre ihn. Der muss wahrscheinlich auch weg, ne? Nachteule, das Einzige, was mich am Wannenbad stört, ist, dass das Wasser so schnell kalt wird. Der Trick ist, du musst auf 1000 Grad drehen, so wie ich. Das ist kurz vor Hautablösung. Dann hält das 30 Minuten. Ist aber nicht gesund. Eri, also musst du alle Vögel vertreiben, dass die Kröte den Knackfrosch besser hört. Das würde ich auch mal sagen. Prinz schreibt, im Notfall einfach mal alles mit allem kombinieren. Beheizbare Wanne wäre was, schreibt Razy. Das wäre auch sehr hilfreich. WF Lars. In anderen Dedelec-Spielen müsste im Menü mit der Lautstärke spielen. Also das SFX ausstellen. Meinst du ernsthaft, dass das klappen würde? Das wäre natürlich irgendwie witzig, wenn man so die vierte Wand durchbrechen würde. Und das Optionsmenü mit einbauen würde. Jetzt können wir mal gucken. Was haben wir denn so am Stissel? Womit kann man denn mal Vögel verscheuchen? Wir könnten natürlich einfach den Specht mal mit dem Wurfhaken beschmeißen. Das ist immer eine gute Idee, ne? Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, das stimmt. Was haben wir denn noch? Wir haben Stift und Blankopapier, den Knackfrosch, Schokolade, Silberfolie, Eri. Würde ich so feiern. Mein Problem bei Badewanne ist, dass ich zu groß bin. 1,91. Entweder der Oberkörper oder die Knie kalt, schreibt Sojiron. Ich bin auch bei entspannten 1,89, 1,88, je nachdem, ob es morgens oder abends ist. Und es geht gerade noch so. Es geht gerade noch so. Der gute alte Stock, schreibt Liska. Ja, altbewährt und immer wieder brauchbar. Versuchen wir es nochmal damit. Das geht! Nee. Hm,
Ah, hock, hock. Was du nicht sagst. Einmal Pock. Offensichtlich spreche ich nicht, Specht. Was willst du mir sagen, du Vogel? Was denn? Warum guckst du so? Ah. Ich habe das dumme Gefühl, ich habe was Falsches gesagt. Wir werden keine Freunde mehr. Wenigstens ist es hier jetzt ruhiger. Der Vogel und ich, wir werden keine Freunde mehr. So, meine Lieben, wir machen jetzt heute einmal kurz ein bisschen früher Schluss. Heute mal 10 Minuten, nächstes Mal werden es dann wieder nur 5. Weil wir, ich muss mich jetzt erstmal reingrufen in die ganze Thematik. Wir speichern jetzt erstmal nochmal zusammen. Dann bedanke ich mich bei allen, die heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Mir hat es wieder richtig gut gefallen. Wer jetzt Lust hat, da reden wir nochmal irgendwo rein. Ich habe mir schon Opfer ausgesucht, das wäre super. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne morgen Abend dann wieder 20 Uhr. Machen wir direkt noch einen, den sogenannten Doppelwurms. Und dann spielen wir noch eine Runde Palworld und gucken uns da nochmal ein bisschen an. Weil wir waren ja nur ganz am Anfang. Das ganze coole Zeug haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Leute, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich mache hier so mal fertig, dann drücke ich den Rec-Knopf aus und danach reden wir rein, ne? Es war mir ein Fest. Ganz liebe Grüße an die Moderatoren, Kurin und Kay. Und vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und gerne nächsten Mittwoch wieder, dann rätseln wir hier weiter gemeinsam herum. Es war wirklich wunderbar. Bis dahin, Leute. Tschüssikowski, euer Blaufuchs und haut rein. Bis dann. Tschüss.